Ja, jetzt hat sich jemand bei mir gemeldet, der meinte, dass ich als Berater unseriös wäre. Ja, also die Geschichte, also was geschrieben oder was so, ja, was soll denn das? Bescheid als Berater total unseriös. Du versprichst was und sagst, es ist alles kostenlos. Und dann saß ich erstmal dran und war verwirrt und habe gedacht, vielleicht sollte die Mail an jemand anderen gehen, weil erstens bin ich kein Berater. Was berate ich denn? Zweitens, was verspreche ich denn eigentlich, dass ich nicht halte und was ich umsonst gebe? Ich habe in meinem allerersten Video gesagt, da habe ich gesagt, ich mache alles umsonst. Aber was mache ich denn umsonst? Ich mache lediglich für euch die Videos. Ich erbringe nicht direkt eine Dienstleistung an euch. Ich mache das einfach für euch, weil auch im deutschsprachigen Raum ebenso wenige da sind, wo es so ein Videos gibt oder ja, es ich kann ja nicht plötzlich Geld für die Videos verlangen. Wie kann ich denn das kontrollieren? Die sind bei YouTube drauf. Dann müsste ja YouTube Geld von euch nehmen, an mich weiterleiten, dafür, dass ihr überhaupt die Videos anklicken dürft. Wo sind wir denn hier? Ich habe auch nie eine Dienstleistung versprochen, die ich umsonst gebe. Und Videos ist keine Dienstleistung. Und nochmal, ich bin kein Berater. Ich berate nicht. Ich tue lediglich Fragen beantworten. Fragen, wie ich in Videos hatte, wie reinige ich die Steine? Was könnte ich hier und hier machen? Also da habe ich mich irgendwie auch schon wieder aufgeregt und mich gefragt, was soll das Ganze? Ganz ehrlich, bin ich jetzt voll unseriös? Ich denke mal fast nicht. Aber das müsst ihr ja selber wissen. Ja? Ich hoffe, das ist geklärt. Ich bin kein Berater. Ich verspreche auch keine Dienstleistung für umsonst. Ich nehme auch kein Geld. Ich mache rein die Videos zur Information für euch. Genauso gut könnte ich in dem Forum auch meine Texte reinsetzen, was ich teilweise in gewisser Weise mache, weil das mein Forum ist, aber dann nehme ich ja auch kein Geld dafür. Okay, jetzt. Das war jetzt mal so das Härteste, was bis jetzt zurückkam. Bis dann.